Sehr geehrter Herr Pommer, liebe Sandra Abend, lieber Michael Ebert, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zunächst darf ich mich für die Einladung bedanken. Ich freue mich sehr, heute unter Ihnen zu sein und dieser bemerkenswerten Ausstellung einige wenige Worte vorausschicken zu dürfen. Wenngleich ich gestehen muss, ich fühle mich etwas befangen, schließlich sind es Sandra Abend und Michael Ebert, die etwas zu sagen haben. Die viele Jahre zum Thema geforscht und die Ergebnisse ihrer Recherche nun in diese staunenswerte und wahrlich wichtige Ausstellung übersetzen konnten. Zuletzt, um dies vorauszuschicken, bin ich Michael Ebert 2018 im Rahmen einer Robert-Lebeck-Ausstellung in Wolfsburg begegnet, wobei er mir quasi en passant ein auf den ersten Blick zweifelhaftes Kompliment zugeflüstert hat. Mein eigener Text zum Napalmmädchen, vor Jahren im Rahmen der bei Taschen erschienenen Foto-Icons publiziert, sei der, verglichen mit allen anderen, am wenigsten fehlerhaft. Große Augen, wenngleich ich meine Michael Eberts Kommentar seinerzeit einigermaßen gelassen genommen zu haben. Schließlich liegt es in der Natur fotogeschichtlicher Forschung, dass immer wieder neue Erkenntnisse zutage treten, neue Quellen aufgetan, neue Zeitzeugen gefunden werden. Unser Wissen organisiert sich täglich neu, neue Fragen werden gestellt und neue Antworten gefunden. Dies gilt auch und insbesondere für den Bereich des Fotojournalismus bzw. der Pressefotografie, wo doch so viele Disziplinen aufeinandertreffen. Die Kunst- und Fotografiegeschichte, die Zeit- und Kulturgeschichte, Fragen Medien- und rezeptionsgeschichtlicher Art treten auf den Plan. Auch die Geschichte der Foto- und Drucktechnik, des Verlagswesens, der Distribution bis hin zu Themen wie Zeitschriftengestaltung, flankierender Wortjournalismus oder das große Feld einer verdeckten oder offensichtlichen Zensur wäre zu berücksichtigen. Wer sich mit der Genese der Publikation und Rezeption von Pressebildern beschäftigt, muss einen langen Atem haben. Wolfgang Kemp sprach einmal vom Stahlbad des Positivismus. Anders gesagt, mit werkimmanenter Analyse ist es nicht getan. Sich intensiv und über Jahre mit einem Bild, einer Bildgruppe, dem Lebenswerk eines Fotografen auseinanderzusetzen, liegt wohl in der DNA des Fotografen, Fotoforschers und Dozenten Michael Ebert. Beispielhaft erinnern darf ich an seine grundlegende Auseinandersetzung mit Horst Faas, einem der großen Bildreporter und Agenten, allerdings etwas im Schatten hochgelobter Kollegen, bis eben Michael Ebert das Werk dieses wichtigen Pressefotografen nicht nur in Gestalt von Ausstellungen einer jüngeren Öffentlichkeit erschlossen hat. Auch weiß ich von seiner Auseinandersetzung mit der Bildgeschichte des amerikanischen Bürgerkriegs, ich denke, nicht zu viel zu verraten, wenn ich sage, ein umfangreiches Buch hierzu ist auf dem Weg. Und nun also das Napalmmädchen, um den gängigen Titel eines der bekanntesten Pressebilder des 20. Jahrhunderts zu zitieren. Dass man sich intensiv mit einem Bild, mit einem bestimmten Motiv auseinandersetzt, es nach seinen ästhetischen, politischen, ethisch-moralischen oder mediengeschichtlichen Besonderheiten abklopft, ist nicht neu. Neu und besonders in unserem Fall ist, dass Michael Ebert und Sandra Abend ihre Erkenntnisse in eine Ausstellung überführt haben, in eine materialreiche Inszenierung. Ein Foto, eine Ausstellung, ich weiß nicht, ob es das schon einmal gegeben hat. Immer wieder gern gruppieren Museumsleute um ein prominentes Tafelbild vergleichbare Arbeiten herum, addieren Bilder aus der Zeit, stiften rund um eine Mitte, einen formal ästhetisch motivierten Reigen. Aber dass man ein Pressefoto ins Zentrum einer Ausstellung rückt, es unter allen nur erdenklichen Aspekten befragt, das hat es meines Wissens bis dato nicht gegeben. Was nicht weniger bedeutet, als dass das Wilhelm-Fabry-Museum mit dieser Ausstellung seinerseits
ein Stück Fotogeschichte schreibt. Am 8. Juni 1972, vor exakt 50 Jahren also, fotografiert der für Associated Press arbeitende vietnamesische Fotograf Nguyen. Und eine Szene, die um ein Haar in den Archiven verschwunden wäre, dann aber doch publiziert wurde, um in der Folge eine ebenso prompte wie nachhaltige Wucht zu erzeugen. Rückblickend wird das im Negativ 24 x 36 mm kleine Bild als Inbegriff der Schrecken des Vietnamkriegs gesehen, um die amerikanische Essayistin Susan Sontag zu zitieren, als Ikone der Fotografie bezeichnet, als Schlüsselbild, als nicht mehr wegzudenkender Teil unseres kollektiven visuellen Gedächtnisses. Gerade der Begriff Ikone taucht immer wieder auf, aber um grundsätzlich zu werden, was ist eine Fotoikone? Welche Voraussetzungen muss ein Foto erfüllen, um zur Ikone zu werden, und auf welchem Weg wird ein Bild zur fotografischen Ikone? Ikone meint ursprünglich die bildhafte Darstellung Christi bzw. der christlichen Heiligen, vorzugsweise in der Ostkirche. Inzwischen und mit dem Zusatz Foto bezeichnet der Begriff besonders emblematische fotografische Bilder. Meint Bilder, die Geschichte machten, Fotos, die die Welt bewegten, verweist auf zentrale Schlüsselbilder, die aufgrund der Häufigkeit, der Dauer und der Streuung ihrer Publikation einen außergewöhnlichen Bekanntheitsgrad besitzen. Bei genauerer Betrachtung lassen sich 6 Parameter benennen, die für das Entstehen einer Fotoikone unabdingbar sind. Da wäre zunächst die formale Binnenstruktur eines Bildes, einer Fotografie. Sie darf nicht zu komplex, zu verwirrend oder gar enigmatisch sein. Am besten, sie ist um einen bildsamen Kern herum gebaut, also auf ein Zentrum verweisend, um das herum sich ein wie auch immer geartetes Geschehen gruppieren kann, aber nicht muss. Das Gegenteil davon wäre, das nennen wir es Wimmelbild, das durchaus künstlerische Bedeutung haben kann, aber sich aufgrund seiner Vielschichtigkeit und Komplexität der Merkfähigkeit entzieht. Denken wir an Hieronymus Boschs Garten der Lüste, um ein Werk der Malerei zu zitieren, ein großartiges Bild, aber nichts, das man memorieren könnte. Eine Fotoikone braucht die visuelle Zuspitzung, eine grafische Strenge, vorzugsweise in Schwarz-Weiß. Zweitens braucht es eine Geschichte. Die Fotografie, auch und gerade des 20. Jahrhunderts, hat viele wichtige, die Grenzen des Mediums erweiternde Bilder hervorgebracht. Denken wir an die Fotogramme eines Molinos, an die Solarisationen eines Man Ray, an die Strukturaufnahmen des subjektiven Fotografen rund um Otto Steinert. Was den Bildern fehlt, ist ein Narrativ, ist eine Story, ist die menschliche Komponente, der Human Touch. Das Fotogramm etwa ist auf eine Weise kalt, weckt keine Emotionen, es perlt am Betrachter ab, hat kein Potenzial, sich im Gedächtnis einzunisten. Die Fotoikone braucht Personal. Nicht die pure Form ist gefragt, sondern das Gefühl, die Regung im Betrachter, das Entsetzen oder Lachen sein kann, Frösten oder Good Vibrations. Für Letzteres wäre Roberto Anos Kuss vor dem Rathaus ein gutes Beispiel. Bekanntlich ein inszeniertes Bild, was der Popularität des Motivs erstaunlicherweise nicht geschadet hat. Drittens braucht es Geschichte. Also einen über das bloße Narrativ hinausgehenden historischen Link. Im besten Fall dockt ein ikonisches Foto an bei einem Schlüsselmoment der Zeitgeschichte. In seiner Bedeutung tankt es seine Wucht über den Zapfhahn der Historie auf. Fast alle in jüngerer Zeit diskutierten Fotoikonen besitzen diese zeitgeschichtliche Dimension. In diesem Sinne, als Foto-Icons zitiert, werden regelmäßig der Loyalist Soldier von Robert Capa von 1936, der Kuss auf dem Times Square 1945 von Alfred Eisenstädt erfasst, der gestohlene Degen von Robert Lebeck 1960 im Kongo aufgenommen oder eben The Terror of War des damals 21-jährigen Nick Ut als Schockbild aus der Endphase des Vietnamkriegs.
Viertens sollte das historisch verankerte Motiv über den geschichtlichen Kontext hinausweisen, fundamental Menschliches zum Thema machen. Konstanten wie Liebe oder Angst, Wut oder Hoffnung, Sehnsucht oder Verzweiflung, dralles Leben oder tragischer Tod finden sich in praktisch allen Fotoikonen. Damit mutieren sie zu Zeichen, zu Symbolen und funktionieren auch ohne genauere Kenntnis der Umstände. Fünftens braucht es eine gewisse Alleinstellung. Es darf keine ähnlichen, gewissermaßen konkurrierenden Bilder geben. Die Fotoikone steht als solitär für ein Ereignis, einen Moment der Geschichte, einen Augenblick im Weltgeschehen. In Vietnam wurden Millionen Fotos gemacht. Wenige ragen heraus aufgrund des Ereignisses, des emotionalen Potenzials, der politischen Brisanz, des Gezeigten und nicht zuletzt einer besonders gelungenen Übersetzung des Geschehenen in ein merkwürdiges Bild. Gegenbeispiel für das Gesagte wären die Che Guevara-Porträts von Alberto Korda und René Burri. Hier konkurrieren tatsächlich zwei Bilder einer politischen Legende um die Gunst unserer Erinnerung. Und hierzu gibt es eine hübsche Anekdote, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Korda, der Kubaner, und Burri, der Schweizer, waren so etwas wie befreundete Kollegen. Eines Tages treffen sie sich und Korda überreicht René Burri einen kleinformatigen Abzug seines Che-Porträts. Sie kennen es, der Close-Up erfasst den Kopf mit Baskenmütze. Verso, eine Widmung für René Burri, das berühmteste Che Guevara-Porträt der Welt. Burri lässt das natürlich nicht ruhen, schließlich hat auch er in Sachen Che Guevara etwas zu bieten. Sie kennen ihn, den stolzen Che Guevara mit Zigarre. Entsprechend hat er für die nächste Begegnung mit Korda seinerseits einen postkartengroßen Abzug vorbereitet und ebenfalls mit einer Widmung versehen. Für meinen Freund Alberto das beste Che Guevara-Bild der Welt. Kommen wir zum sechsten und letzten Punkt, die mediale Öffentlichkeit. Fotoikonen brauchen die Zeitung, die Zeitschrift, die Illustrierte. Sie brauchen möglichst das Cover als ersten Aufschlag und dann in rascher Folge das Repetitiv. Sie brauchen eine überdurchschnittliche Verbreitung und Reinszenierung, die Verarbeitung und Thematisierung in Kunst und Kultur sowie die kritische Auseinandersetzung über die Wissenschaft. Fotoikonen brauchen als Forum die Massenpresse, das stehende Bild braucht den Druck und damit die Möglichkeit des Wiedersehens und Wiederlesens. Wie es scheint, ist die Fotoikone eher Teil des analogen Zeitalters. Es braucht bei aller Bilderschwemme eine gewisse Verknappung. Auch und gerade im 20. Jahrhundert wurde inflationär fotografiert und doch hält sich der Output mit Blick auf bestimmte Momente, bestimmte Ereignisse, bestimmte Katastrophen in Grenzen. Wie viele Bilder gibt es vom Absturz der LZ-129 Hindenburg in Lakehurst 1937? Durchaus einige von verschiedenen Bildreportern bzw. Profifotografen, aber stellen wir uns eine heutige Zuschauermenge mit ihren Smartphones vor. Eher ausnahmsweise scheint die mediale Vielfalt des digitalen Zeitalters mit seinen überwiegend bunten, vor allem bewegten Bildern das Entstehen starrer, auch global rezipierter und akzeptierter Fotoikonen zu befördern. Ausnahmen wären wohl Thomas Höpkers Blick auf Manhattan am 11. September 2001, dann Sabrina Harmans im Gefängnis von Abu Ghraib aufgenommener, weltweit diskutierter als Kapuzenmann gehandelter Schnappschuss 2003, für nicht wenige das Icon of the War in Iraq, oder Nilüfer Demirs Aufnahme der Leiche des dreijährigen Alan Kuri am Strand des türkischen Badeorts Bodrum 2015. In jüngster Zeit würde ich noch ein Möbelstück zur Diskussion stellen. Wladimir Putins langen weißen Tisch als Symbol für gescheiterte Diplomatie, gescheiterten Dialog, für Distanz und am Ende Krieg. Ist es nicht bezeichnend, dass im Zeitalter mehrheitlich bewegter Bilder ein statisches Möbel das Zeug hat, zur Fotoikone zu avancieren? Der Medienwissenschaftler Norbert Bolz spricht vom großen stillen Bild.
das allein die Kraft habe, sich im Gedächtnis einzunisten. Aber fragen wir, inwieweit die genannten Punkte als Voraussetzung für eine Ikonenbildung auf das Napalmmädchen zutreffen. Erstens, die Aufnahme folgt einer klaren Binnenstruktur. Die zentrale Person des Geschehens befindet sich in der Mitte. Überdies formt der nackte Körper ein Kreuz, was den Blick lenkt und band, auch wenn sich das Foto nah am Unerträglichen bewegt. Auch die christliche Konnotation sollten wir nicht unterschätzen, der Gekreuzigte als ikonografisches Muster für ein, wenn man so will, gekreuzigtes Kind. Zweitens, das Bild erzählt eine Geschichte, die berührt, selbst wenn die genaueren Umstände nicht bekannt sein sollen. Es besitzt einen starken Human Impact, berichtet von einem deutlich erkennbaren, tragischen Ereignis. Darüber hinaus ist es drittens eingebettet in Geschichte. Die Geschichte des Vietnamkriegs, der als sich über rund 3 Jahrzehnte ziehender Medienkrieg gleich mehrere Fotoikonen generiert hat. Zitiert sei beispielhaft Eddie Adams und sein Foto des südvietnamesischen Polizeipräsidenten, der auf offener Straße einen Vietcong erschießt. Viertens, das Bild transportiert unübersehbar menschliches Leid, nämlich Schmerz, Leid, noch dazu offensichtlich Kindern zugefügten Schmerz hinzukommen als Topoi, Krieg und Flucht, Verwüstung und ein eher vager Schrecken als Kulisse. Das schwarz-weiße Foto besitzt fünftens klar eine Alleinstellung innerhalb der Vietnamkriegs-Ikonografie. Insgesamt 140 Aufnahmen der Situation sind laut Michael Ebert nachweisbar, doch keine besitzt die visuelle Kraft von The Terror of War, so der bereits zitierte eigentliche Titel des Napalmmädchens. Es war und ist trivial gesprochen ein Ausnahmebild. Weshalb sechstens schon am Folgetag auf der Titelseite der New York Times erschienen ist, um dann schnell international nachgedruckt zu werden. Wobei sich nicht nur hier die Frage stellt, wenn wir über das Napalmmädchen als Ikone sprechen, worüber sprechen wir? Das Motiv, wie es uns im Kleinbild negativ überliefert ist, oder die beschnittene Abbildung in der Weltpresse, die das getriebene Opfer deutlich in die Mitte rückt und so das Ikonische entschieden steigt. Bilder im Kopf nannte der bisweilen als Werbepapst bezeichnete Kommunikationsdesigner Michael Schirner eine Ausstellung, die er erstmals 1985 in Hamburg präsentierte. Gezeigt wurden große schwarze Paneele mit einer auf Mitte gesetzten Zeile in Negativschrift. Der Bildunterschrift zu einem nicht vorhandenen Foto oder besser einem Bild in unserem Kopf. Die These? Wir alle tragen Bilder mit uns herum, Ikonen, als Teil unseres kollektiven Gedächtnisses, Bilder, die zu evozieren, ein bloßer Satz genügt, machen wir die Probe. Marilyn Monroe posiert über einem U-Bahn-Lüftungsschacht. Albert Einstein streckt die Zunge heraus. Der Fußabdruck des ersten Menschen auf dem Mond. Wir könnten weitermachen. Und dann natürlich, und jetzt, wie bei Schirner in englischer Sprache, Naked Vietnamese Girl Fleeing After a Napalm Attack. So wenig die Aufnahme in Michael Schirners Auswahl fehlt, so wenig fehlt sie in zahllosen Titeln zu Schlüsselbildern des Jahrhunderts, wie sie um das Jahr 2000 in verschiedenen Verlagen erschienen sind. Das Gros mit ungenauen bis fehlerhaften Analysen, wie Michael Ebert in seinem 2018 erschienenen Aufsatz, nein, es waren nicht die Amerikaner, überzeugend nachgewiesen hat. Ein akribisch recherchierter Beitrag, der wohl auch die Grundlage war für die aktuelle Ausstellung. Michael Ebert wird gleich im Anschluss mit Sandra Abend zur Genese des Projekts sprechen und Ihnen genaueres erzählen. Nein, es waren nicht die Amerikaner. Schon der Titel des Aufsatzes räumt mit der wohl zentralsten Legende auf, nämlich der, es habe sich bei dem Angriff auf Trang Bang um eine amerikanische Aktion gehandelt, was ja das Motiv schon bald und dann nachhaltig zu einem Anti-Amerika-Bild werden ließ. Tatsächlich waren es südvietnamesische Piloten, die das Napalm über dem Dorf abwarfen, in der Vermutung, dort nordvietnamesische Kämpfer zu treffen. Dass das Kriegsgerät von den Amerikanern stammte, auch das gehört zur bitteren Wahrheit.
Ebenfalls widerlegen kann Michael Ebert den häufig vorgetragenen Vorwurf, die anwesenden Fotografen hätten der schwerverletzten Kim Puck nicht geholfen. Noch am 2. Juni 2022, vor wenigen Tagen also, schrieb Gerhard Paul in der Zeit: Eine Gruppe wartender Journalisten geht ihnen, den Kindern, entgegen, aber ohne zu helfen. Was für ein Verständnis von Fotojournalismus. Erstens, Nick Hutt ist nicht das Rote Kreuz. Zweitens, sein Bild hat mehr bewirkt als gut gemeinte Erste Hilfe. Und vor allem drittens, Nick Hutt und seine Kollegen haben in der Folge sehr wohl und rasch und dann ausgesprochen effektiv Erste Hilfe geleistet. Auch hier hat Michael Ebert verdienstvoll korrigiert. Kim Puck übrigens hat überlebt. Seit 1992 lebt sie in Kanada. Im Übrigen hat Michael Ebert minutiös den Vorgang rekonstruiert auf der Basis von gedruckten Quellen und persönlichen Interviews, fast alle Beteiligten bzw. Zeugen identifiziert und schließlich die von anfänglichen Skrupeln begleitete Distribution des Bildes nachgezeichnet. Schließlich verletzte das Motiv ein Tabu der visuellen Berichterstattung, No Frontal Nudity. Keine Frage, ohne die beherzte Entscheidung von Horst Faas, damals Leiter der Fotoredaktion von Associated Press in Saigon, hätte das Bild die Weltöffentlichkeit gar nicht oder erst sehr viel später erreicht. Was Faas sofort erkannt haben soll, dieses Bild war an Icon of Photography for all times. Ob das Bild seine schnelle globale Verbreitung als Funkbild wirklich dazu beigetragen hat, vor dem Hintergrund einer sich wiederbelebenden Antikriegsbewegung in den USA den Vietnamkrieg zu beenden, sei dahingestellt. Eines ist sicher, auch diese, speziell das Leid der Zivilbevölkerung, visualisierende Mega-Ikone, wie Michael Ebert das Bild nennt, hat nicht dazu geführt, die Idee von Krieg aus unseren Köpfen, den Köpfen der Menschheit zu verbannen. Exakt 50 Jahre nach Kim Puck sehen wir wieder täglich zu, wie gewissermaßen um die Ecke Zivilisten gefoltert, getötet, verschleppt, vertrieben werden. Vietnam, das war auch ein Krieg der Bilder. Ein Krieg nicht zuletzt der bewegten Bilder. Es war wohl der erste Fernsehkrieg und doch sind es stehende Bilder, sind es Fotografien, die wie die von Nick Hutt oder Eddie Adams, die sich in unserem kollektiven Gedächtnis eingebrannt haben, um den Titel unserer Ausstellung zu zitieren. Wie formulierte der Schriftsteller Milan Kundera so richtig: The memory does not film, the memory photographs.